Hallo meine lieben YouTuber da draußen. Ich wurde in letzter Zeit öfter gefragt, ob ich mein Alltags-Make-up schminken kann. Und da dachte ich mir, ja, mache ich. Aber wundert euch nicht, weil das ist mein Alltags-Make-up. Also ich bin ja auch schon etwas fortgeschritteneren Alters und mag es halt gerne, so die Augen sehr zu betonen. Und das ist halt jetzt so mein Smoky-Alltags-Look. Also es ist total einfach. Man benutzt vielleicht 2-3 Lidschatten und ich bin morgens innerhalb von 10 Minuten mit allem fertig, mit Ausbessern, dann hast du nicht gesehen. Und deswegen, wenn es euch interessiert, einfach nochmal noch ein braunes Alltags-Smoky-Eye zu sehen, bleibt dran, guckt es euch an. Ich freue mich auch über eure Kommentare und euer Feedback. In diesem Sinne, ganz, ganz viel Spaß beim Video und wir sehen uns jetzt. Als allererstes nehme ich meine Foundation, das ist die Hello Flawless Oxygen Wow Foundation von Benefit mit Lichtschutzfaktor und hast du nicht gesehen. Also ich bin sehr zufrieden, ist ja auch haargenau mein Hautton und sehr feuchtigkeitsspendend, wie ich finde. Danach benutze ich diesen Kriolan Concealer. Ich mische immer beide Farben und trage den eben in die, also auf die Stellen auf, die schön dunkel sind. Davon habe ich sehr viele. Aber ich trage den auch immer auf die roten Stellen bei mir im Gesicht auf, also im Wangenbereich. Und ich schattiere immer so die Nase etwas aus, also die Nasenflügel, da bin ich auch immer sehr rot. Weiter geht's mit der Base für die Augen. Ich nehme Soft Ochre Paint Pot von MAC und mache mir den eben mit dem Finger auf das gesamte Augenlid, damit der Lidschatten besser hält. Und da mogelt sich jemand ins Bild. Aber ich mache einfach weiter, weil das ist typisch Fluffy. Die ist ziemlich kamerageil, aber dabei auch ziemlich süß. Woher auch immer sie diesen Tesafilmfaden hat. Weiter geht's mit der Naked-Palette. Ich nehme einen schimmrigen braunen Taupe-Ton, den ich auf einen Lidschattenpinsel auftrage. Und dann mache ich diese Farbe auf das gesamte bewegliche Lid. Wirklich mit leichten Pinselstrichen schön aufschattieren. Und wenn ich damit fertig bin, also wenn die Farbe auf dem Augenlid ist, drehe ich den Pinsel im äußeren Augenwinkel ein wenig schräg hoch zur Augenbraue und schattiere somit schon die Lidfalte. Also ihr seht das, ich ziehe das in die Lidfalte rein und bekomme damit so einen minimalen Cat-Eye-Effekt. Hier auch nochmal, schräg nach oben hin zum Ende der Augenbraue und in die Lidfalte schattieren. Als nächstes nehme ich ja einen hellbraunen, matten Ton. Den mache ich auf einen fluffigen Blenderpinsel und damit schattiere ich nochmal die Kanten aus. Also ich ziehe das sehr, sehr weit nach oben, damit es einfach so ein, ja, wie nennt man das so einen sehr ausgeblendeten, natürlichen Effekt gibt. Also so wirklich sehr schattig. Ein, ja, ich würde es kein Smoky Eye nennen, aber einen tiefen Blick. Weiter geht's mit dem Highlight unter den Brauen. Ich nehme dafür immer einen Stift, den von Bijou, den habe ich schon oft gezeigt, und verblende den natürlich, damit es nicht so hart ist, die Kanten. Und wer möchte, der kann natürlich noch mit einem dunklen braunen Ton die äußeren Augenwinkel nachschattieren. Das mache ich sehr gerne und blende das aber auch nochmal aus, damit es nicht so hart ist. Wir sind ja immerhin noch im Alltag unterwegs. Dann nehme ich meinen liebsten braunen Kajalstift und ziehe am oberen Wimpernkranz eine Linie, die das Auge betont, und verwische die aber leicht mit dem Finger und ziehe die untere Wasserlinie nach am Wimpernkranz, damit der Blick noch sehr, also damit der Blick intensiver wirkt. Danach werden die Wimpern noch getuscht. Am liebsten mache ich so 2 Schichten, damit es im Alltag nicht so viel Rumgesaue gibt. Also eine Schicht wäre mir zu wenig, 3 wären mir zu viel. Und dann werden noch die losen Stellen in meinen Augenbrauen nachgezogen. Ich nehme dafür Puder oder Wachs und ja, in der Hoffnung, dass irgendwann die Augenbrauen mal ordentlich aussehen. Dann noch einen hellbeige schimmrigen Lidschatten als Highlighter in den Innenwinkel. Dann geht es schon weiter mit dem ganzen Gesicht. Ich setze mir Bronzer immer schön in die Fischhöhlen. Also ihr wisst schon, ihr macht einen Fischmund und das, was sich als Höhle bildet im Gesicht, konturiert ihr und dann könnt ihr auch aussehen wie ein kleiner Urwaldeinwohner mit seiner Kriegsbemalung. Deswegen verblende ich das immer mit einem Kabuki, bevor ich dann mit dem Rouge anfange.
was ich ja, auf den höchsten Punkt der Wangenknochen auftrage. Ich nehme hier immer so einen peachfarbenen Blush. Bevor ich dann mein Hello Flawless Puder in der T-Zone auftrage, also ich mache das wirklich konzentriert auf die Stirn, auf die Nase und aufs Kinn. Die Wangen lasse ich meistens frei, weil die bei mir am trockensten sind. Abschließend kommt noch ein natürlicher Gloss auf die Lippen. Das ist so ein Peach-Rosana mit Goldschimmer. Den finde ich sehr schön. Und dann ist der Alltagslook rapzap fertig. Und dann kann es los rausgehen und man hat trotzdem einen schönen intensiven Blick. Ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen und dass ihr auch beim nächsten wieder dabei seid. Bis dann!